Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi. Heute am 23.09.2022 wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim. Wir haben also heute den, jetzt nach dem meteorologischen, auch den kalendarischen Herbstanfang. Das aber bei sehr schönem Wetter. Allerdings war die Nacht bei uns ziemlich kalt, also es war nah an der Frostgrenze. Heute Morgen hatten wir gerade mal noch 2 Grad plus. Ja, dann gibt es ja auch so in der Welt sozusagen bei den Ereignissen so allerlei Neues. Ein ganz schlimmes ist sicher, dass die Erzeugerpreise sind ins, also ich glaube 40-50% innerhalb kurzer Zeit, in einem Monat 20% angestiegen und die Energiepreise sowieso ja deutlich über 100%. Also leider kommt diese Hyperinflation immer mehr ins Rollen, das ist natürlich schlimm. Ich sagte solche Sachen schon vor 2 Jahren voraus, jetzt tritt es mehr und mehr ein. Wer solche wirtschaftlichen Voraussagen vor 2 Jahren noch machte, der wurde ja als schon fast als Idiot hingestellt. So nach dem Motto, wir wissen ja alles besser. Und sicher, der Ukraine-Krieg hat jetzt noch vieles verschärft, aber die fundamentalen Probleme gab es schon vorher. Es wird einfach zu viel Geld gedruckt und die Zinsen waren viel zu niedrig im Prinzip. Und wenn immer der Markt mit immer mehr Geld überschwemmt wird, dann wird es zwangsweise irgendwann eine Inflation geben. Daher sollte man natürlich auch auf Sachwerte setzen. Ich habe jetzt in letzter Zeit so wieder ein paar kleine Sachen so bei eBay und Co. ersteigert und erworben. Und zwar ein paar ganz nette Briefe und Ansichtskarten. Das ist vielleicht auch ein kleines Wertanlageobjekt, aber das stand natürlich nicht so im Mittelpunkt, sondern einfach, was da an Geschichte und Geschichten dahinter stecken. Und da zeige ich euch heute einen Brief, der Gott sei Dank auch mit Inhalt war. Ein Brief von 1886. Wir werden auf den näher eingehen, denn das sind 2 ganz berühmte Personen erwähnt. Und dann habe ich noch einen ganzen Schwung, hier einen ganzen Schwung weiterer Briefe und interessante Ansichtskarten, auf die ich dann nicht ganz so detailliert wie auf den ersten Brief eingehen möchte. Aber bevor wir dann mit unserer Brief- und Ansichtskarten-Schatzsuche loslegen, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Maratomi zu abonnieren. Dazu einfach den Abonnieren-Button anklicken und da gibt es noch so eine schöne Klinge. Unter den Abonnieren-Button, wenn ihr den auch anklickt, klickt man gleich mal an, dann bekommt ihr meine neuesten Filme mit. Also das ist so meine, die legendäre Maratomi-Filme-Kuhglocke. Legen wir sie mal zur Seite, die schöne Kuhglocke, und wollen wir weiter. Jetzt ist sie auch noch umgefallen, sie wollte sich noch mal zu Wort melden. Gehen wir doch gleich in Medias Res rein und fangen mal mit diesen einen interessanten Brief an, der gerade aus social-philatelistischen Aspekten ungemein interessant ist und auch einen interessanten historischen Hintergrund zeigt. Ja, ich hoffe, man erkennt was. Ja, man sieht hier eigentlich einen relativ schlichten Brief an einen R. O'Connor Esquire, Agent Consul General British Agency Sofia, Bulgarien, adressiert, und hier hat noch jemand das Datum dazu geschrieben. Hier sehen wir es auch, 27.12.1886. Das hier ist jetzt keine seltene Victoria-Marke. Ich wurde natürlich gleich hellwach, als ich das sah, dass da irgendwas von einem Konsul steht. Dann nach Sofia, allzu viel wurde ja nach, selbst von Großbritannien, hier London, das ist kein seltener Stempel, nach Sofia geschickt, und die Interessenten in der Auktion, die schauten natürlich nur auf diese Frankierung und da interessierte sich keiner, und da bekam ich halt diesen Brief so für 1 bis 2 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Allzu viel habe ich nicht gezahlt, zumal er jetzt hinten auch nicht so schön aussieht. Also rein vom postalischen oder philatelistischen Wert hält sich das Ganze in Grenzen. Aber das Schöne war, das hat er dann auch noch fotografiert, zwar nur die erste Seite, nämlich den Inhalt dieses Briefes. Und da konnte er, die war dann mit abgebildet, die erste Seite. Hier könnt ihr das mal lesen. Ich zoome so ein bisschen raus, damit man es auch erkennen kann. Und dazu war auch noch eine Visitenkarte von einem MRG Watson. Der war Mitglied im York Club.
achte Straße, St. James Square in South Kensington, London. Und er schreibt hier: My dear O'Connor, right, ja, ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen alles Beste für die Saison. Und ja, mein Englisch, ich weiß nicht, ob das gut genug ist. Und vertrauen Sie mir bei dieser Zeit, Sie haben eine Heimat in ihrer neuen Umgebung gefunden. Also Sophia, also I enclose my card, also er da schreibt jetzt, dass seine Karte da mit dabei ist, to give you my correct address, also da gibt er Ihnen seine Adresse. Wir stand, und jetzt kommt dann schon eine interessante Geschichte, aber erst einmal interessant vielleicht, an wem das adressiert ist. Da konnte ich was mit Google dann finden, mit dem Suchbegriff, mit diesem Namen von diesem O'Connor. Dann musste ich natürlich auch noch gucken, ob das wirklich dieser O'Connor ist. Es ist hier der O'Connor Sir Nicholas Roderick adressiert, der war Diplomat. Und das habe ich hier auf einer irischen Seite gefunden. Anscheinend war es auch ein Ire, dieser O'Connor. Und da wird geschrieben, der wurde am 3. Juli 1843 in Dundermott geboren und war der dritte Sohn von Patrick O'Connor, J.B. in High Sheriff, also irgendein Sheriff, und seine Mutter war die Jane Connor. Er wurde bei den Jesuiten erzogen. Ja, und ich will jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte, ich gebe euch dann noch den Link unter den Infos, könnt ihr selber nachlesen. Die ganze Lebensgeschichte von diesem O'Connor erzählen, aber der trat in den diplomatischen Dienst ein. Und zu der Zeit am 27.12.1886, hier steht 88, das stimmt nicht, ist es 1886, im Januar 1887 wurde er Generalkonsul in Bulgarien, und das war dann auch bis 1892. Und das war in einer schwierigen Zeit, steht da noch in den Artikel, weil da Prinz Alexander da irgendwie zurückgetreten war von Bulgarien, und es war halt eine recht stürmische Zeit. Und 1892, da war dann, er war schon vorher in China im diplomatischen Dienst, dann ging er da zurück nach China, war da dann im diplomatischen Dienst tätig und dann war schließlich Botschafter am Hof ab 1895 am Hof des Zaren in St. Petersburg, und schließlich ging er 1888 nach Konstantinopel, also in die Türkei. Und ich glaube, die beiden hier kannten sich wohl von der Türkei her, was ich so rausbekommen habe. Leider habe ich nichts über diesen Herrn MRG, also MRRG Watson erfahren. Vielleicht kann mir der eine oder andere noch was zu dieser Person sagen. Wahrscheinlich hatte der auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, war sicher nicht von der armen Bevölkerung, sondern eher von der Privilegierten, also von der Upper Class, ein Mitglied der Upper Class. Und dieser York Club am St. James Square, der war sicher auch, da waren eher die beduchten Personen Mitglieder in diesem Club. Ja, dann erwähnt er in diesem Brief, wir sind alle erstaunt, von Lord Randolphs Rücktritt. Ja, jetzt habe ich mir erst überlegt, wer könnte dieser Lord Randolph sein? Und da habe ich auch wieder die passenden Daten dazu gefunden. Das müsste der Randolph Churchill, muss da mit gemeint sein, weil der kurz zuvor von seinem Ministerposten zurückgetreten war. Und wer war dieser Lord Randolph Henry Spencer Churchill? Das war der zweite Sohn des berühmten Duke of Marlborough. Und der Duke of Marlborough war der Großvater und das hier der Vater von von Winston Churchill, also den späteren Premier. Und er als zweiter Nachkomme des Dukes, sein Vater, schlug eine politische Laufbahn ein, und er wurde ziemlich jung, wurde er dann schon bekannt im Jahr 1878, gerade mal im Alter von 29 Jahren, da war er schon Mitglied im Unterhaus,
bei den Tories, also bei den Konservativen. Und er vertrat als Konservative eine progressive Politik, eine eher nicht so konservative Politik. Er forderte mehr Demokratie und so weiter. Er formulierte ein Programm, das unter dem Schlagwort Tory Democracy bekannt wurde. Ja, und dann stieg er weiter auf und ich gebe euch auch den Link, da könnt ihr es dann genau nochmal nachlesen, weil es sonst den Rahmen des Films sprengen würde. 1884 setzte sich diese Richtung in der Partei durch, also diese fortschrittliche Linie, die dieser Lord Randolph, also Winston Churchills Vater, vertrat. Dann wurde das Kabinett Gladstone, das waren, glaube ich, Liberale, gestürzt. Und dann übernahm Lord Salisbury als Premier die Macht in Großbritannien. Und da übernahm er dann, also der Randolph, das Amt des Sekretärs für Indien, war also ein Minister im Kabinettsrang. Dann Gladstone, das war wieder ein Konservativer, als Ministerpräsident zwischen Februar bis August 1886 an die Macht, und da war dann der Randolph Schatzkanzler. Doch bereits am 20., ich zitiere hier jetzt zu seinem Rücktritt, der hier in dem Brief erwähnt wird, also 7 Tage bevor dieser Brief dann am 26. Dezember 1886 verschickt wurde, also 6 Tage davor, bereits am 20. Dezember 1886 endete die Karriere Lord Randolphs abrupt, indem er sich selbst ins politische Abseits beförderte. Aufgrund von Unstimmigkeiten mit der eigenen Regierung erklärte er seinen Rücktritt als Schatzkanzler und hoffte dann, dass er gleich wieder ernannt wurde, aber da verspekulierte er sich völlig, denn Salisbury ernannte dann kurzerhand den ehrgeizigen Rivalen von ihm, den Lord Goschen, zum Schatzkanzler. Und danach gelang es ihm nie mehr wieder, einen Ministerposten zu erringen. Er war dann nur noch einfacher Abgeordneter, also sozusagen Hinterbänkler. Und dann in den 90er Jahren, also verschlechterte sich auch noch sein Gesundheitszustand. Ich weiß nicht, was er alles getrieben hatte, denn er litt unter Syphilis und starb dann 1895, gerade mal im Alter von 46 Jahren in London. Also das ist ein sehr interessanter Brief mit interessanten geschichtlichen Bezug. Und hier könnt ihr dann noch ein bisschen weiterlesen, was da in dem Brief so genau steht. Ich will jetzt aber gar nicht mehr weiter darauf eingehen, weil der Film schon wieder sehr lange wird. Ja, bei den nächsten Karten und Briefen gehen wir deutlich schneller durch, weil wir da das Social Philatel nicht so ganz betrachten. Ein paar Sachen, vielleicht noch ein paar historische Bemerkungen bei dem einen oder anderen Brief. Hier haben wir eine schöne Gansari, ich glaube, da musste ich so um die 5 Euro zahlen plus Porto. Aus Bayern mit Antwortkarte, die nicht verschickt wurde, da ist noch alles dran. Das ist ein Brauereibrief anscheinend, ja, weil hier haben wir eine wunderschöne Vignette, deswegen kaufte ich das Ganze auch. Gustav Egert, Hopfenhandlung. Diese Hopfenhandlung schrieb die Schlossbrauerei Planegg in Planegg bei München an und bot wahrscheinlich hier ihre Services an. Ja, wenn wir schon bei Brauereien sind und dergleichen, die haben jetzt momentan auch wieder ein Problem. Jetzt geht es nicht nur noch um fehlende Klopapierrollen, sondern jetzt wird es auch für die Brauereien heikel, denn die Kohlensäure geht anscheinend aus. Und Kohlensäure wird auch für Bier gebraucht und für Limonade und Co. Ohnehin, ich habe jetzt neulich, wie ich das letzte Mal in der Norma einkaufen war, musste ich feststellen, dass mein Mineralwasser mit viel Kohlensäure nicht mehr gab, sondern bloß noch das mittelstarke. Anscheinend wirkt sich das jetzt schon wieder aus. Also die Zeiten des Überflusses scheinen jetzt langsam auch so bei uns dem Ende entgegenzugehen. Weiter will ich mich jetzt dazu nicht äußern, weil dann würden wir ja zu sehr ins Politische abdriften. Derweil zeige ich euch eine weitere Karte, die in meine Kolonialsammlung gehen soll. Eine Ganzsache von Grenada mit Zusatzfrankatur. Also noch mit einer Briefmarke ergänzt von Granada. Und das Ganze wurde nach Deutschland geschickt. Also interessante Ansicht, Ganzsache. Hier mit Ankunftsstempel Ulm am 4. November 92. Wann wurde es weggeschickt?
Am 2. November anscheinend. Also das ging ja dann richtig schnell, oder? Bis das ankam oder was soll man da noch feststellen? Wie, keine Ahnung. Aber der Stempel hier zeigt jetzt 2. November an. Das wundert mich jetzt eigentlich, dass das dann so schnell angekommen sein sollte, weil Flugzeuge gab es ja zu der Zeit noch nicht. Dann habe ich hier einen weiteren interessanten Brief ersteigert. Jetzt auch von der Frankatur her nicht so interessant, mit einer Natal-Briefmarke. Ich sehe es hier, hier oben würde Natal stehen. Ich sehe es, das muss eine von Natal sein. Kenne mich ein bisschen mit britischen Kolonien aus. Und dieser Brief wurde nach Pretoria geschickt und zwar im Jahr 1902. Deswegen wurde er zensiert. Und weshalb wurde er zensiert? Weil da noch der Burenkrieg, der von 1900 bis 1902 ging, also dann noch der Burenkrieg während dieser Zeit war. Und da erfanden ja übrigens auch die Briten die ersten Konzentrationslager. Das ist keine Erfindung der Nazis. Und da ging es auch schon recht übel zu und gab es massive Menschenrechtsverletzungen. Also Menschenrechtsverletzungen gibt es. Es gibt, glaube ich, keinen Krieg ohne Menschenrechtsverletzung. Deswegen sind ja Kriege auch so schlimm, wie wir es ja jetzt momentan auch leider wieder in der Ukraine erleben müssen. Und wenn wir schon mal bei Afrika und Kolonien sind, dann gelang es mir hier auch zwei, da muss ich natürlich schon ein bisschen mehr hinlangen, zwei Ganzsachen zu ersteigern aus Deutsch-Ostafrika hier mit dem Dar es Salaam-Stempel. Der wurde nach Aue im Königreich Sachsen verschickt und die andere nach Wilhelmsthal hier mit dem Ankunftsstempel Danga von Moschi aus verschickt. Der wurde innerhalb von Deutsch-Ostafrika verschickt und der wurde nach Deutschland geschickt. Und das Interessante ist, da ist noch die Antwortkarte mit dabei und daher ist es dann auch deutlich wertvoller. Die hier steht, denke ich, über 100 € im Katalog. Und bei deutschen Kolonien wird deutlich mehr als 10% vom Michel gezahlt. Es folgt ein weiterer schöner Brief, diesmal ein Luftpostbrief mit einer Luftpostmarke von der Schweiz frankiert. Die wurde ziemlich lang verwendet, da gibt es glaube ich auch verschiedene Typen. Das ist eher ein später Typ von 1937 und das wurde von Basel nach Köln geschickt. Und hier noch so mit Luftpost par Avion steht da drauf. Und rückseitig haben wir jetzt nichts, keine Ankunftsstempel oder dergleichen. Also mit 45 Rappen in die Schweiz geschickt. Eigentlich auch ein sehr schöner Brief. Ich denke aber, leider halt hier in der Mitte gefaltet, aber trotzdem sehr schön. Ich denke, den werde ich wohl verkaufen, weil das jetzt nicht so mein Sammelgebiet ist. Ja, dann konnte ich zwei Postkarten recht günstig erwerben aus der Zeit der alliierten Zone. Die stehen im Katalog ganz schön hoch. Eine 45er Frankierung und 30 Pfennig aus der alliierten Zone. Die Einzelmarken sind zwar nicht viel wert, aber diese Art der Frankierung, und der ging hier auch ins Ausland und auch der ging ins Ausland, kann man dann im Briefekatalog nochmal genau nachschauen. Der wurde 1947 verschickt. Und der 1946 anscheinend waren Auslandskarten, ich habe es jetzt nicht überprüft, 1946 noch ein bisschen teurer als im Jahr 1947, wenn die beide bordogerecht verschickt wurden. Da sind leider auch ein bisschen Stockflecken da, aber ich musste da, glaube ich, auch nicht allzu viel dafür bezahlen. Und die stehen jetzt zumindest vom Michelwert her relativ hoch im Katalog. Hier steht was von 500, so hoch steht es natürlich auch wieder nicht. Vielleicht 5, es sollte es 500 Schilling sein, ich weiß es nicht genau. Ja, dann kommt hier eine sehr schöne Karte von Tripolitanien. Da muss ich natürlich gleich zugreifen, weil Briefe und Karten von den italienischen Kolonien sieht man eigentlich nicht so häufig, vielleicht höchstens mal in Italien. Und auch die Rückseite sieht hier sehr schön aus. Einmal schon mal die Marken. Und das Ganze wurde per Luftpost von Tripolitanien nach Thüringen geschickt, nach Gotha. Und das lief über den Nürnberger Flughafen, wie man sieht. Hier sieht man schön Stempel Flughafen, hier noch ein paar Avionstempel. Mit Luftpost befördert, Postamt 1 Erfurt steht da noch. Und da noch mit Luftpost befördert, Flughafen Nürnberg. Also allerlei schöne Stempel. Ja, vom Wert her würde ich so eine Karte wohl um die 15 € taxieren.
Habe ich auch mal den Florian befragt, der meinte auch, dass es so in der Richtung liegen könnte. Also irgendwo so zwischen 10 und 20 Euro sollte so eine Karte schon einspielen. Aber ich werde sie nicht verkaufen, weil diese schöne Karte geht natürlich in meine Kolonialsammlung. Ja, und dann kommt noch ein weiteres historisches Dokument, ein Mitgliedsausweis der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, steht da drauf. Und die hat viele interessante Einträge. Der war auch nicht so teuer. Den kann man deutlich, ich denke, den kann man durchaus so bei 20 Euro vom Wert her taxieren. Ich musste nicht so viel zahlen. Und hier sieht man das Mitgliedsbuch. Und aufgrund der Einträge ist es meiner Meinung nach recht interessant. Er hat die Nummer 144, 448 gehabt. Jetzt muss ich mal schauen, den Namen, den decken wir mal lieber vielleicht ab. Ja, ich decke ihn mal ab. Hier, das Foto, glaube ich, dürfen wir zeigen. Ich denke, der Herr, der lebt auch nicht mehr. Er wurde 1933 geboren. Wäre jetzt 67, ja 89 Jahre alt, falls er noch leben sollte. Und hier, er war Parteimitglied seit 1960. Und jetzt hier interessant die ganzen Einträge. Sein vorheriger Ausweis ist jetzt nicht mit dabei. Der wurde wahrscheinlich im Jahr 1971 ein neuer ausgestellt. Und hier sind immer die Mitgliedsbeiträge, die er zahlen musste. Und die waren recht hoch. Schon im Jahr 1971 lese ich hier 16 DDR-Mark und noch ein paar Pfennige dazu. Und die wurden dann auch immer teurer. Ich glaube, das hing dann ein bisschen wahrscheinlich auch vom Gehalt ab. Weil hier ist er dann, muss er schon 19 zahlen und es wird immer teurer für ihn. Jedes Monat, also ein richtig heftiger Betrag. Und dazwischen sind auch ein paar schöne Kontrollmarken, hier eine von 1980 dabei. Wurde aber nicht jedes Jahr da eine eingeklebt, da wurden nur zweimal eine eingeklebt. Einmal im Jahr 1980 und hier 1985. Und hier geht es weiter. Und der letzte Eintrag, ich schau mal. Das war im Juli 1989, also kurz vor der Wende. Und zwar musste er da noch 17 Mark zahlen. Vorher waren es auch schon mal 42 Mark. Also das war richtig kostspielig, Mitglied in der SED zu sein. Und hier hätte man noch ein paar weitere Einträge machen können. Also interessantes geschichtliches Dokument nochmal. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Der Slogan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands mit auf dem Mitgliedsbuch. Ja, nun folgt ein ganzer Schwung weiterer Ansichtskarten, die wir relativ schnell durchgehen müssen. Die habe ich für meine Kolonialsammlung gekauft. Hier, das ist, glaube ich, alles so Algerien oder so in der Richtung französische Kolonie. Und dann haben wir hier noch ein Bild, das ist vielleicht noch ganz interessant. Hebron Schule in Konor. Nilgiris, das war in Indien. Ja, dann habe ich auch ein paar regionale Ansichtskarten entdeckt. Hier schöne Erlangen vom Schwabachbrunnen, da kann man schon mal 10 Euro dafür sowas kriegen und für Tirol auch. Also hier, wenn man es regional verkauft, wenn man es woanders verkauft, vielleicht nicht ganz so viel. Blick nach den Bergen sicher auch so 5 bis 10 Euro. Dann haben wir hier nochmal eine historische Karte aus Österreich und da ging es Momentaufnahme vom österreichischen Reichsrat am 26.11.1897. Da ging es, Zitat, Vergewaltigung der Deutschen. Da gab es wohl einen richtigen Streit im Parlament, wahrscheinlich um die Österreich-Deutschen, um ihre Privilegien. Ich kann es nicht genau sagen, da müsste man nochmal historisch nachforschen. Vielleicht kann der eine oder andere dazu was sagen. Rückseitig haben wir hier eine deutsche Briefmarke, also eine alte Ansichtskarte von 1898. Sollte auch so irgendwo zwischen 10 und 20 Euro liegen. Dann haben wir hier eine sehr schöne alte Karte hier aus der Fränkischen Schweiz. Mit einem Motiv, das man nicht so oft sieht. Nämlich von Doos, nicht Nürnberg-Doos, sondern Doos in der Fränkischen Schweiz. Das sind zwei, drei Häuser, die direkt am Wiesenttal liegen. Ja, und da sieht man die Rückseite. Nochmal 1899 verschickt, würde ich auch irgendwo so zwischen 10 und 20 Euro einstufen. Die ist wohl weniger wert, auch von der Fränkischen Schweiz, Streitberg.
auch 1909 verschickt, irgendwo so 5 bis 10 Euro wohl, und zeigt einen alten Stich von der Streitburg bei Streitberg aus dem 16. Jahrhundert, wo wohl die Burg noch existierte. Heute ist es nämlich nur noch eine Ruine. Und dann haben wir hier die Fränkische Schweiz, die Sophienhülle, ist eine sehr schöne Hülle, war ich auch schon ein paar Mal drin. Früher mal als Kind, aber auch mal vor ein paar Jahren nochmal, hat mir auch beim Wiedersehen, also wo ich nochmal drin war, sehr gut gefallen. Auch eine alte Karte, dürfte auch irgendwo so zwischen 5 und 10 Euro wohl liegen. Dann haben wir hier Gruß aus Bamberg, auch ein Motiv, das nicht so häufig ist. Bamberg-Karten sieht man ja doch noch ein bisschen häufiger, aber es ist auch eine alte. Vom Schönleinsplatz, auch alt, von 1901, alles schön frankiert und ordentlich gelaufen. Und dann haben wir hier wieder was für die Historikerkarten. Zur Erinnerung an die Aufhebung des Diktaturparagrafen, da ging es ums Elsass. Da hatte der Gouverneur vom Elsass Lothringen bis zum Jahr, ja, also bis um die Jahrhundertwende, das Recht im Falle eines Notstands diktatorisch über die Bevölkerung zu herrschen, also oder zu bestimmen. Und das wurde dann irgendwann aufgehoben und wird in dieser Karte gefeiert. Und passend dazu wahrscheinlich auch aus der gleichen Quelle sieht man hier noch die Schlachtfelder von Metz, Gravelotte, Saint-Privat, Saint-Marie-aux-Chênes, westliche Schlachtfelder aus dem Krieg 1870-71. Hier eine wunderschöne Lithokarte. Also die hier würde ich auch zwischen 10 und 20 Euro taxieren. Und das gleiche gilt wohl auch für diese. Die wurde nach Paris geschickt mit 2 Reichspostmarken. Und ich glaube, derjenige, der das verschickt hat, war nicht so glücklich über die deutsche Besetzung von Elsass-Lothringen aus der Zeit 1871 bis 1918. Nach dem Ersten Weltkrieg ging ja Elsass-Lothringen wieder an Frankreich, und nach dem Krieg 1870-71 war ja Elsass-Lothringen nochmal gute, fast 50 Jahre im deutschen Besitz. Und dann im Zweiten Weltkrieg ja auch nochmal eine Zeit lang. Das ist eigentlich, ich hatte euch ja auch schon mal eine Elsass-Lothringen-Sammlung vorgestellt, wo es immer um den Wechsel zwischen Deutschland und Frankreich ging, mit den Briefmarken. Also es ist eigentlich ein historisch interessantes Sammelgebiet, wenn man Elsass-Lothringen sammelt. Ja, wie ihr seht, kann man interessante Sachen entdecken, wenn man manche Sachen, so einzellose oder so einzelne Verkaufsposten, genauer unter die Lupe nimmt. Ich finde jetzt, mein historisch schönster Fund war natürlich diese Ein-Penny-Brief von 1886 nach Sofia, weil da so viel Geschichte dahinter steckt. Jetzt rein vom philatelistischen Wert her ist der Brief eher nicht so interessant, aber halt da, was da eine große Rolle spielt, ist der Inhalt. Also das sollte man auch immer ein bisschen betrachten. Und ich hatte ja schon ein paar Filme zum Thema Social Philatelie gemacht. Und das ist wirklich ein ganz interessantes Gebiet, wie man sieht. Ja, dann habe ich auch noch allerlei andere interessante Sachen gezeigt, wie diesen SED, dieses Mitgliedsbuch der Sozialistischen Einheitspartei, dann diese Ganzsachen von Deutsch-Ostafrika, die waren sicher auch nicht ganz uninteressant. Und auch dieser Zensurbrief aus der Zeit des Burenkrieges ist sicher auch interessant, und der kommt natürlich dann auch in meine Sammlung. Also man sieht, man muss nicht immer so übermäßig viel Geld ausgeben, um interessante philatelistische Objekte zu erwerben. Und es ist auch klar, ich hatte ja das Thema Inflation vorhin angesprochen, es ist sicher nicht falsch, wenn man heutzutage ein wenig auf Sachwerte setzt. Wer auf Sachwerte setzt kann oder sonst noch schöne, interessante Sachen entdecken will, kann auch in unseren Online-Shop www.günstig.com mit OE geschrieben reinschauen. Da haben wir über 10.000 Artikel. Ich habe auch Ansichtskarten und natürlich Briefe im Angebot. Und da ich mich eigentlich mit Briefen vom Wert her nicht so gut auskenne, kann man da sicher auch noch das eine oder andere Schnäppchen machen. Einige Händler haben schon grinsend bei mir eingekauft. Aber ich grinse dann zurück und sage, was weg ist, ist weg.
und dann hat man vielleicht wieder ein bisschen Geld, was Neues, Interessantes zu erwerben, wie zum Beispiel diesen Ein-Penny-Brief nach Sofia. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte liked den mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare und ganz besonders natürlich freue ich mich über jeden Abonnenten, denn da rufe ich laut Juhu, Juhu, Juhu. Ja, und bevor es jetzt zu krampfig wird, sage ich jetzt endgültig auf Wiedersehen und dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Marathoni. Auf Wiedersehen!